Ja, ich habe meine Kollegin trotzdem noch neben mir sitzen, weil sie also eigentlich ein bisschen mehr Erfahrung hat als ich, ein paar Jahre mehr. Sie kann auch ein bisschen mehr zu der Lage sagen vor dem Prostituiertenschutzgesetz als ich. Und deswegen dachte ich, wenn sie noch daneben sitzt und vielleicht auch noch was dazu sagen kann, wenn ihr ergänzend was einfällt, dann wäre das doch für uns alle, glaube ich, besser vom Informationsgehalt her. Sind Sie denn damit einverstanden? Hallo, ich bin die Katja Sauer. Ich arbeite jetzt seit über 10 Jahren schon in der AIDS-Hilfe im Bereich Prävention, hauptsächlich für den Bereich Frauen. Und wir arbeiten schon seit 2015 im Bereich der Sexarbeit. Und jetzt haben wir das neue Projekt, ja, aber wir waren schon vorher in der Sexarbeit tätig. Und da kann ich Ihnen ein bisschen was, falls Sie das interessiert, darüber erzählen, was wir denn in der Vergangenheit schon alles gemacht haben. Ja, ARA ist vom Land Rheinland-Pfalz finanziert zum einen und ist unter dem Dachverband der AIDS-Hilfe. Das heißt, wir sind auch in der AIDS-Hilfe angegliedert. Wir haben immer noch die Kooperation mit dem Gesundheitsamt vor Ort. Mit der Tanja Zerfass hatten Sie ja, glaube ich, schon telefoniert. Und unsere Arbeit gründet sich im Grunde genommen auf das, was Frau Sauer eigentlich schon gesagt hat, und zwar nämlich seit 2015 die aufsuchende Arbeit in den Bordellen, beziehungsweise in den Betrieben, Strafenspitzen. Das ist so quasi die Grundlage. ARA ist jetzt nochmal die Erweiterung in der Hinsicht, dass wir eben Frauen beim Aufstieg auch helfen wollen, ihnen auch mit allen möglichen Anliegen, die denen zu uns kommen, behilflich sein können. Das heißt, Fragen zur Krankenversicherung, Fragen zur Besteuerung, Fragen zum Prostituiertenschutz zu senden. Wenn es Probleme gibt mit Themen wie so, falls es doch noch irgendwie sein sollte, dass das Thema Zwang und Menschenhandel irgendwie präsent sein sollte, da sind wir auch Ansprechpartner. Und wir haben eben auch viele andere Ansprechpartner in der Stadt, auf die wir dann verweisen können oder eben andere Vereine. Das sind so unsere Aufgaben. Und ARA, der Name wurde ja auch, bedeutet Anerkennung, Respekt und Augenhöhe. Und das wurde eben entwickelt zusammen mit zwei Sexarbeiterinnen. Das heißt, wir arbeiten ja nicht eigentlich quasi von oben herab sozusagen, sondern wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Frauen. Es gibt halt eben auch Sexarbeiterinnen, die mit uns im Projekt zusammenarbeiten als Ehrenamtliche und auch naja, ihre Selbsthilfegruppen bei uns in der AIDS-Hilfe beziehungsweise im Gebäude dann auch aufhalten. Das heißt, wir sind ganz nah dran an den Sexarbeiterinnen und wir leisten da auch selbst, also Hilfe zur Selbsthilfe. Also es gibt gute Dinge dabei, also das ist auch das, was wir von den Sexarbeiterinnen hören. Es gibt Dinge, die haben sich verbessert und es gibt natürlich auch Dinge, die verschlechtert wurden. Um da mal ein bisschen konkreter zu werden, was sich auf jeden Fall verbessert hat, und das sehen wir auch als Beratungsstelle so, zum Beispiel, dass diese Frauen wirklich mehr geschützt sind, im Sinne zum Beispiel, dass Betreiber Notrufknöpfe in den einzelnen Zimmern anbringen müssen. Die Frauen dürfen nicht mehr in den gleichen Räumen leben, in denen sie auch arbeiten. Das heißt, jeder Betreiber muss noch einen Aufenthaltsraum und einen separaten Schlafraum zur Verfügung stellen. Das war vorher nicht so. Des Weiteren ist es auch so, dass getrennte Sanitäranlagen, also Geschlechter, getrennte Sanitäranlagen da sein müssen. Das war vorher auch nicht der Fall. Also das heißt, das finden die Sexarbeiterinnen schon ganz gut und das tut auch ihrer Psyche ganz gut, dass sie Ruheräume haben und sich zwischendurch einfach mal ausruhen können und von ihrem Arbeitsplatz mal wegziehen können. Ein ganz großer Nachteil bei diesem Gesetz ist das, was aber schon viele auch schon von Anfang an gesagt haben an Beratungsstellen, das Gesetz kann eben viele Frauen in die Illegalität führen. Warum? Sie wissen ja, es gibt diese Anmeldepflicht, also diese Anmeldepflicht beim Ordnungsamt und zuvor diese Beratungspflicht beim Gesundheitsamt. Also das ist alles verpflichtend sozusagen. Dann hat diese Frau permanent oder überhaupt ein sexarbeitender Mensch die Geburtenpass mit sich, auf dem ist immerhin ein Sichtbild verankert, der normale Name, das Geburtsdatum. Und das sind natürlich Dinge, die viele Frauen abschrecken. Ja. Wir wissen aus
meine Erfahrung auch in der vorherigen Arbeit, da hat sich ja schon ein bisschen Vertrauen auch zu den Frauen eingestellt, weil ohne das kann man diese Arbeit mit den Frauen auch nicht machen. Die erzählen, oder wir bekommen das auch mit, sie haben häufig Familie, also vor allem in osteuropäische Frauen, Familie und Kinder. Die wissen aber nichts von ihrer Arbeit als Sexarbeiterin wissen. Ja? Also für die ist wirklich diese Tatsache, dass sie ins Haus kommen, ganz, ganz wichtig. Dann mit den Familien beispielsweise erzählen, die dann noch in Osteuropa wohnen, dass sie in der Gastronomie arbeiten oder im Putzgewerbe arbeiten und so weiter, kriegen wirklich auch dieses Geld, das machen ganz viele nach Hause und wirklich ihre ganze Familie dort zu ernähren, ja? Und auch da aufzufangen. Das bedeutet, viele Frauen haben Angst. Sie haben Angst, was mit ihren Daten passiert. Die Daten werden ja auch im Ordnungsamt nochmal hinterlassen. Und sie wissen nicht, was mit diesen Daten passiert. Sie haben große Angst. Sie sind sehr verunsichert und sie haben auch Angst, dadurch, dass sie diesen Ausweis immer mit sich führen müssen, dass jemand aus ihrer Familie oder aus ihrem Umfeld das eben bemerken kann. Und das ist auch, kann man sehen, also in NRW zum Beispiel wurde schon eine kleine Bilanz gezogen zum Postschutzgesetz und die Anmeldungen sind wirklich stabil zurückgegangen dort. Ne? Also ergo hat das damit zu tun, dass viele Frauen einfach sagen, ich gehe wieder in die Illegalität und dann muss ich mich nicht diesen Verpflichtungen, muss ich einfach nicht aufnehmen. Für uns natürlich wir sagen, das ganz große Problem, wie kann man Frauen erreichen, die illegal arbeiten. Es ist also jetzt schon sehr schwierig, Frauen mit Frauen in Kontakt zu treten, die zum Beispiel in Ferienwohnungen arbeiten oder auch in ihrer Privatwohnung arbeiten. Ja? Weil diese Kontakte laufen meistens über Telefon. Das heißt, eine Telefonnummer ist da angegeben, aber wenn man da einfach anruft, um mit denen in Kontakt zu kommen, das heißt jetzt nicht, dass man auch direkt jemanden erreicht. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Ebene. Und da befürchten wir als Beratungsstelle, dass wenn diese Frauen einmal in der Illegalität sind, es für uns als Beratungsstelle auch ganz schwer sein wird, diese Frauen nochmal zu erreichen. Ja, also ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass da nicht auf Deutschland einzubetrachten ist. Ja, also es gibt da einige Organisationen, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Das hat auch eigentlich schon geografische Gründe. Also das schwedische Modell, was vielleicht schwedisches oder nordisches Modell, das ist tatsächlich nicht gemeint, das ist nicht umsetzbar in einem solch großen Land wie hier. Das funktioniert sicherlich in einem Land wie Schweden, da kann man das auch durchbekommen. Es gibt ja nur einige wenige Großstädte, das heißt, man kann es kontrollieren und es ist überschaubar, aber ich glaube, das wird in Deutschland nicht möglich. Also wir sehen es so, dass dadurch, dass man Sexarbeit verbietet, heißt es noch lange nicht, dass man es deshalb kontrollieren kann. Sondern genau das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird weiter in die Illegalität gehen und wir finden, dass es den Schutz von Frauen gar nicht zu tun hat, weil sie noch weniger frei